Herzlich willkommen, liebe Fische. Ich möchte jetzt einmal für euch schauen, was Kalenderwoche 23 für euch bereithält. Beginnt am 5. und endet am 11. Juni. Das ist die nächste Woche, die jetzt kommt, ja? Also nicht diese Woche, sondern die nächste. Wir schauen immer ein bisschen in die Zukunft rein, sodass ihr schon mal ein bisschen vorbereitet seid. Manchmal ist es auch eine gute Achtsamkeitsübung, indem man genau auf diese Energien, die ich hier sehe, achtet in seinem Leben, ne? Können auch manchmal Kleinigkeiten sein, die man sonst nicht sieht. Eine Karte möchte ich noch. Fische, Fische, Fische. Da, hat sich umgedreht. Oh, sehr widersprüchliche Energien. Das ist ja spannend. Das ist richtig spannend. Wir haben hier einmal so eine Energie von Freundschaft. Ja, wir freuen uns mit dir. Das hast du gut gemacht. Das läuft. Ne? Die feiern quasi deinen Erfolg mit dir. Dann kommt eine Phase des Stillstandes und dann kommst du wieder als Königin der Münzen zurück. Königin der Münzen ist jemand, der Wachstum fördert. Sie fördert Fruchtbarkeit. Sie kann Dinge produktiv umsetzen, ist sehr fleißig, sehr bemüht, gleichzeitig auch sehr wohlwollend, also so Typ Chefin, ne? Also wirklich so eine typische Chefin, die aber gleichzeitig auch ein bisschen was Mütterliches hat, ne? So, und das könnte natürlich jetzt alles Mögliche sein. Ich weiß nicht, wie wir das hier. Also das erste Beispiel, was mir in den Kopf fällt, bitte denk dran, es sind Beispiele. Du hast ein Projekt abgeschlossen, alle freuen sich, alle feiern mit dir und danach bekommst du eine Woche Sonderurlaub. So, und dann nutzt du diesen Sonderurlaub und bist vielleicht so ein bisschen kribbelig und denkst, oh, ich muss aber eigentlich was machen und wieso habe ich jetzt hier, kann auch ein Zwangsurlaub sein. Ich sag mal so, kurze Krankheit, Knöchel verstaucht, du kannst nicht mehr ins Büro, sitzt 2 Wochen zu Hause und damit fühlst du dich vielleicht auf der einen Seite unwohl, auf der anderen Seite kannst du diese Phase sehr schön nutzen, um Kräfte zu sammeln, ja. Und dann kommst du quasi gestärkt zurück als Königin der Münzen und kannst noch mal richtig was reißen, noch mal richtig Wachstum in eine bestimmte Geschichte bringen, ja? Das ist eine ganz schöne Kombi hier. Wie gesagt, diese Zwangspause scheint hier sehr dominant zu sein. Also wir haben hier wie so eine Erfolgsserie und dazwischen ist eine Zwangspause, ne? Und diese Zwangspause, die scheint aber auch irgendwie wichtig zu sein und soll genutzt werden. Also das heißt, dich nicht zu Hause sitzen und den ganzen Tag stressen und denken, wann kann ich wieder, wann kann ich wieder, sondern versuch dich da mal ein bisschen fallen zu lassen, vielleicht auch Meditation, Achtsamkeitsübungen, ne? Versuch da ein bisschen Kraft zu finden, weil wenn dir das gelingt, kommst du doppelt und dreifach so fit wieder zurück. Ne? Das ist so eine ganz wichtige Sache. Muss nicht der Job sein, ja? Nur, dass ich das einmal kurz klar kriege. Es kann die Liebe sein, es kann sich um die Familie handeln, um soziales Netzwerken. Ich habe keine Ahnung, ja? Es kann alles Mögliche sein. Aber ich glaube, die Botschaft ist sehr deutlich geworden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.